Hallo zusammen und willkommen zurück zum Abenteuerlogbuch Little Nightmares. Ihr wollt sicherlich sehen, wie es mit Six auf ihrer Flucht weitergeht. Vorsicht, diesmal ist Flucht sehr wörtlich zu nehmen. Warum? Seht selbst. Viel Spaß. So, da sind wir wieder. Und vor allem sind wir gespannt, was uns auf der zweiten Etappe unserer Flucht so alles widerfährt. Da ist ein Wicht! Und vorher oben, da, auf dem Schreibtisch, ist auch noch eine Lampe. Auch hier gibt es wieder Secrets zu finden. So, jetzt aber schnell geguckt, wo der kleine Wicht hingelaufen ist. Oh, scheinbar ist eine Geheimtür. Gut, dass da ein Stuhl steht, den wir benutzen können, um die Tür offen zu halten. Oh nein, da läuft er schon wieder weg. Hat er sich denn nur versteckt? Ah, da ist er ja. Na, dann mal schnell hinterher. Gefunden. Und einmal ganz doll knuddeln. Das ist so süß, wie er uns jetzt hinterherläuft. Wenn die Tür nicht aufgeht, müssen wir im Durchfenster gehen. Und da sind schon wieder kleine Wichte. Die sind aber ganz schön flink hier in diesem Level. Nichtsdestotrotz muss vorher der Hebel betätigt werden, was auch immer sich dahinter befindet. Da ist ein Schlüssel, den werden wir wohl noch brauchen. Und da oben auf dem Regal sehe ich noch was anderes. Ein Secret. Ja, und schon wissen wir, wofür wir die Schlüssel brauchen.
Trotzdem müssen erst noch alle Ecken untersucht werden, ob sich da nicht doch noch irgendwas versteckt. Oh oh. Da mache ich lieber einen großen Bogen rum. Die Dinger nicht unheimlich sind, dann weiß ich auch nichts. Aber ich fürchte, ich brauche ihn. Ja, ohne seine Hilfe komme ich da nicht hoch. Uah. Kann ich mal aufhören zu klappern? Okay, hier geht's nirgendwo weiter. Das ist strange. Oh, da ist ein Knopf. Und ich dachte, ich bin das Vieh endlich los. Größtmöglichen Abstand zwischen mich und das Vieh bringen. Mal hin. Ja, natürlich geht diese Seite auf. Oh oh. Ob wir jetzt so schnell was zu essen finden? Fälle haben wir erstmal eine Lampe gefunden. Ja, ich höre da eine Melodie. Hört ihr das auch? Oh, da ist ja tatsächlich was zu essen. Da hat aber jemand gut mit uns gemeint. Was? Nein! Was soll das? Diese Hände sehen verdächtig nach denen von dem Spinnenmann aus, von diesem blinden Typen. Erinnert ihr euch noch? Aber erstmal muss ich hier irgendwie wieder rauskommen. Das geht doch. Und trotz aller Eile alle Ecken untersuchen, ihr wisst Bescheid. Ja, sonst wäre uns dieser Spalt womöglich entgangen und wir hätten die Lampe nicht gefunden. Den Käfig kann man ja bewegen. Wird er noch brauchen?
da oben scheint es zumindest nicht weiterzugehen. Autsch. Das war doch ziemlich tief. Gucken wir doch mal, ob wir mit dem Käfig an den Hebel da oben rankommen. Oh oh, das ist ein Zeitschalter. Muss man uns hin und her schwingen, um da durchzukommen. Okay, der einzige Weg scheint nach oben zu sein. Und da ist auch eine Kerze. Verdammt, der schon wieder. Irgendwie müssen wir jetzt an dem vorbeikommen. Schnell, 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 schnell. Oh, das ist sogar knapp. Gut, hier ist nichts weiter, also Hebel in die entsprechende Vorrichtung und dann hoffen wir mal, dass wir da heil wegkommen. Oh oh, schnell! Oh, das hat geklappt. Seine Arme sind zwar lang, aber zum Glück nicht so lang. Eine Laterne. Durchgang oder Leiter? Ich glaube, die Leiter ist angenehmer, oder? Oh, natürlich, da ist ein Wicht. Na, dem müssen wir doch ganz schnell hinterher. Und einmal knuddeln. Wir sind jetzt wieder in dem Gang, in dem wir vorhin auch reingekommen wären. Und was ist das? Sind das etwa Schuhe? Oh, 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 ein Schuhmonster! Zum Glück sind hier Koffer. Als so eine Art Rettungsinsel. Oh, dem sind wir entkommen. Oh, fuck. Jetzt heißt es aber schnell.
Dem will ich nicht in die Finger geraten. Oh, Sackgasse. Schnell nach oben, in der Hoffnung, er sieht uns da oben nicht. Okay, dann probieren wir das Ganze jetzt noch einmal. Und ich glaube, ich habe da eine andere Möglichkeit gefunden, um seinen Griffeln zu entkommen. Eine kleine Kiste in der Hoffnung, dass er uns da drinnen nie sieht. Spürt. Ablenken. Das hätte schief gehen können. Oh, nicht noch so ein Affe. Huch. Ist das etwa ein Geheimgang? Gucken wir uns gleich an. Könnte der bitte mal aufhören zu klappern? Okay, Kiste weg und dann abwärts. Ich habe gesehen, dass es da nach oben geht, aber zuerst müssen wir alle Ecken untersuchen. Und da ist eine Statue. So viel zum Untersuchen. Hat sich mal wieder gelohnt. Okay, irgendwie müssen wir ihn ablenken, dass wir in den anderen Raum kommen. Naja, so unheimlich wie die Äffchen sind, so nützlich sind sie gerade. Hier verstecken sich überall Gegenstände, die Geräusche machen. Da zum Beispiel, aber ich glaube, dass die sich nicht vermeiden. Das heißt, es ist fix nach oben. Und was? Wie hat er mich da oben denn jetzt noch gekriegt?
Okay, auf ein neues, jetzt aber. War nicht ganz so geplant, aber vielleicht gibt es ja doch noch. Oh, ich dachte schon, er kraft mich jetzt wieder. Okay, nein, nein, er geht nach oben. Dem Himmel sei Dank. Das ist ziemlich laut. Da ist er schon wieder. Ein Knopf, der gedrückt werden muss. Oh. Das könnte eine gute Ablenkung sein. Da warten wir aber lieber auf den nächsten Gong. Fix. Und da ist er schon, da ist er schon. Komm schon, lauf da durch. Quetsch dich da durch, kleines Hex. Oh, das hat geklappt. So, alle Ecken wieder untersuchen. Oh, ein kleiner Wicht. Da ist ja wieder einer. Oh, wo ist er hin? Da! Komm her, auch du wirst geknuddelt. Kann man die Bücher eigentlich hochklettern? Ah, ja. Ups. Das war so nicht geplant, aber ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg. Probieren wir es mal lieber über den Schrank. Und da sehe ich nicht nur ein Licht, sondern auch ein Klavier mit Klaviertasten. Ihr werdet gleich sehen, warum sie mir auffallen. So lange auf- und ablaufen, bis die kleine Trophäe oben links auftaucht. Und jetzt heißt es wieder leise sein. Vorgehen. Wenn er unten bleibt, gehen wir nach oben und bahnen uns über seinem Kopf einen Weg auf die andere Seite. Da kannst du schweigen von der Tatsache, dass da oben noch eine Lampe ist, beziehungsweise ein Licht.
immer schön vorsichtig sein, nichts runterschmeißen. Wir wollen ja nicht seine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Lieber irgendwas vorsichtig beiseite stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass er uns hört, was er aber trotzdem getan hat. Entwarnung. Nein, das hat er nicht gehört. Ist auch gut so. Alles gut abgepolstert. Okay, da ist die Kurbel, die wir gerade brauchen. Die Frage ist nur, wie kriegen wir sie raus? Aber da könnte der Fernseher Abhilfe schaffen. Funktioniert nicht nur bei Zombies. Vorsicht geboten. Ja, trotzdem wird die Lampe unterwegs angemacht, beziehungsweise die Kerze. Hintenrum ist der sichere Weg. Vorne geht es aber auch noch durchs Regal, allerdings fällt da ein bisschen was durch die Gegend und wer auf Nummer sicher gehen möchte, geht hinten rum. Der vordere Weg ist dann eher für die Speedrunner unter euch wichtig. Schwer zu sehen, aber hier ist noch eine Kerze. Ich glaube, da brauchen wir was, um drüber zu kommen. Aber da bietet sich der Wagen hier ganz gut an. Den Wagen brauchen wir offensichtlich nicht nur, um über den Dampf drüber zu kommen, sondern auch um die Tür aufzumachen. Okay.
Okay, kleiner Tipp an der Stelle. Entweder bis zum Schluss dranbleiben an der Klinke oder sofort nach Öffnen loslassen. Ansonsten geht es ziemlich weit nach unten. Schön. Wir kommen der 20 immer näher. Merkt ihr es? Was zum? Wo kommen denn die Hände jetzt rüber her? Schande. Schnell weg hier! Was ist denn mit dem hier in Ordnung? Okay, da sind wir jetzt erstmal in Sicherheit. Aber so wirklich los sind wir ihn nicht. Okay. Machen wir doch mal den Käfig kaputt, Nummer 1. Komm, nimm deine Griffel da weg. Komm schon. Nummer 2. Ach, das war's von dir. Boah, da greift ja aber noch nach mir. Was soll das denn? Oh, ich sag doch, der ist eindeutig gruselig. Puh, das war ganz schön knapp. Der war aber auch echt hartnäckig, das muss man ihm wirklich mal lassen. Six und ich werden jetzt aber eine kurze Verschnaufpause einlegen und wir sehen uns im nächsten Eintrag vom Abenteuerlogbuch Little Nightmares. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um wirklich nichts mehr zu verpassen. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free to Play.